Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal dem Glückshormon und dafür bedarf es einen guten Tryptophan-Stoffwechsel. Aber was ist, wenn unsere Darmflora nicht in Balance ist und vielleicht auch Bakterien dort sind, die Toxine bilden oder auch Ammoniak? Und dann ist der ganze Hormonstoffwechsel dahin und vor allen Dingen auch unsere Glückshormone. Und wie wir das alles in einer guten, ja, sag ich mal, Basis wieder hinbekommen, das verrät uns heute unser Dr. Henning Sartor. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Anästhesie und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Henning, schön, dass du da bist. Hallo liebe Corinna, freut mich, danke. Wir haben ja schon einige spannende Sendungen gemacht, gerade auch zum Thema Darm, Fäulnisbakterien, diese komischen Bakterien, die aus unseren guten Proteinen, aus denen wir eigentlich Muskeln machen sollten, dann wirklich Toxine und Fäulnisbakterien machen. Und es gibt aber jetzt auch relativ aktuelle Studien, auch zum Tryptophan-Stoffwechsel. Vielleicht kannst du einfach mal zum Thema Tryptophan für unsere Zuschauer mal was sagen. Was ist denn das genau? Ja, Tryptophan ist eine Aminosäure, die stammt eigentlich aus dem Eiweiß, und zwar aus dem Eiweiß, was wir zu uns nehmen. Mhm. Wir unterscheiden ja Aminosäuren, die der Körper selbst aufbauen kann, von den sogenannten essentiellen Aminosäuren, die man von außen zuführen muss, weil der Körper eben das nicht aufbauen kann. Und deshalb, Tryptophan gehört eben zu diesen essentiellen Aminosäuren, die von außen kommen und dann entweder gut aufgenommen werden oder eben nicht und dann eben zu einem guten Proteinhaushalt, Serotonin, Melatoninstoffwechsel und auch Energiehaushalt. Und jetzt neuerdings wissen wir auch, dass das mit der sehr viel mit der Entzündung im Körper zu tun hat. Okay. Kommt. Ja. Das Tryptophan kriege ich. Ich habe das nur in Verbindung auch mit dunkler Schokolade, höre ich das immer wieder gerne. Stimmt das überhaupt? Ja, da ist einiges an Tryptophan in eben dem Kakao enthalten, wobei der reine Kakao ja eigentlich eine relativ antioxidative und proteinhaltige Bohne ist, die wir ja sehr gut vertragen grundsätzlich. Wobei der Zucker, der da meistens beigemischt wird, der ist eher schwierig, beziehungsweise den muss man auch wieder in die Bilanz und die Verdauungsphysiologie, die Darmflora und so weiter mit einkalkulieren. Wenn man das gut macht, dann kann man das durchaus als Tryptophanquelle bezeichnen. Was wäre für dich eine effiziente Tryptophanquelle? Oder reicht es, wenn ich die essentiellen Aminosäuren zu mir nehme und dann muss einfach der Darm vernünftig funktionieren? Ja, zunächst mal ist die Quelle das ganz normale Eiweiß. Und da ist ja in den Eiweißzufuhr ist ja der die Hauptquelle normalerweise doch das Fleisch bzw. Eier und Milchprodukte. Und dann kommen natürlich auch die vegetarischen Quellen wie Nüsse und Körner und zum Beispiel Bohnen und solche Dinge, Linsen, ja, da ist also sehr viel gutes Eiweiß. Mhm. Auch Kartoffeln haben einiges an Eiweiß. Insofern sind jetzt mal die entsprechenden Quellen vegetarisch oder dann aus dem Fleisch- und Tierbereich zu nennen. Man unterscheidet dann auch die Wertigkeit, nämlich die Zusammenstellung der einzelnen Aminosäuren, ob da auch genug essentielle Aminosäuren drin sind oder nicht. Und das sollte eigentlich insgesamt gut ausgewogen sein. Würdest du die Aminosäuren supplementieren nochmal speziell? Ja, aber das kann man machen, nur, also ich sage immer, Adam und Eva brauchten das nicht, ja, die brauchten keine Nahrungsergänzungen, weil eben in der Natur ist eigentlich alles so vorhanden, was wir brauchen. Aber wir in unserer westlichen Kultur sind sogenannt, man sagt, denaturiert, also wir sind aus der Natur entfernt in unserer Lebenskultur und da braucht man unter Umständen tatsächlich Ergänzungen zu der Nahrung oder zu Lebensmitteln. Und da muss man eben am besten ist messen und schauen, was passt nicht. Und wenn da irgendwas fehlt, dann muss man substituieren. Mhm.
Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, ob es überhaupt ankommt. Genau, und das ist die Frage, wenn wir jetzt irgendeine Eiweißquelle zu uns nehmen, Nahrungsmittel, Lebensmittel mit Eiweiß, dann entscheidet sich in dem Bauch, ob wir davon eben nützliche Aminosäuren ins Blut bekommen oder ob wir damit falsche Darmflora-Bakterien füttern, die dann Giftstoffe produzieren können daraus, statt dass wir gesunde Grundstoffe für unsere Hormone oder Proteine bekommen. Mhm. Ich glaube, dazu hast du auch eine recht aktuelle Studie mitgebracht, oder? Ja, wir haben also eine Arbeit hier, die zeigt, dass eben Tryptophan auch über die entsprechenden Darmflora-Bakterien die Entzündung rauf und runter regulieren kann. Und zwar direkt im Immunsystem des Darmes. Dort sitzt ja, wie wir wissen, 70-80% des Immunsystems im Bauch. Und wenn man also die regulierenden Lymphozyten betrachtet, dann sieht man, dass Tryptophan direkt an diesen Lymphozyten eine Regulation bewirkt oder eben nicht. Mhm. Ja, und wenn man das zu Ende dekliniert, dann sieht man, dass das Tryptophan eben über die entsprechenden Bakterien im Darm gesunde Stoffe wie Indole produzieren kann, aber eben auch zum Beispiel Ammoniak und solche Stoffe, die eben schädlich sind, wieder auf dieselben Zellen des der Darmwand und des Immunsystems. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass gerade so dieses Ammoniak und die Toxine eigentlich ein Leaky Gut auch verursachen. Und was machen jetzt Indole? Die habe ich jetzt noch nie gehört. Indole sind jetzt zunächst mal gute Stoffe. Die sind, die bauen das Immunsystem und auch die entsprechenden Immunreaktionen im Darm auf. Wobei zum Beispiel 3-Indolacetat und so weiter, da gibt es also andere Phenole, die auch toxisch wirken. Und die kann man dann in der im weiteren Verlauf sehen, ob die Darmflora dazu getriggert worden ist, nämlich durch viel zu viel Eiweiß pro Zeit, nämlich unverdaute Aminosäuren oder Proteine gehen dann in die Darmwand, wo dann diese Proteobakterien Fäulnistoxine bilden. Das wäre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mir einen Quark mache und ich schluck den einfach runter, ohne zu kauen. Dann habe ich diese schnelle Proteinquelle unvorverdaut und da kann ich eigentlich doch immer davon ausgehen, dass es zu Fäulnisbakterien wird, oder? Etwas so kann man sich das vorstellen, tatsächlich. Wir lernen das von den Kindern an der Mutterbrust. Also wenn man Babys an der Mutterbrust beobachtet oder genauer untersucht und dann mal zum Beispiel analysiert, was in der Speiseröhre bei den Kindern, wenn sie gerade gestillt werden, wirklich herunterfließt durch die Speiseröhre, was ja dann in den Magen kommt und so weiter. Ja. Wenn man das analysiert, dann lernt man, dass es eben Muttermilch und Speichel etwa im Verhältnis 1:1 ist. Das heißt also, wenn wir den Quark oder den Joghurt oder wie einfach so herunterlöffeln oder trinken, ohne den einzuspeicheln, dann gibt es ein Missverhältnis zwischen den Eiweißen und den Enzymen, die da, die notwendig sind für die Verdauung. Und wenn dann also jetzt viel mehr Eiweiß kommt und viel zu wenig Enzyme, und die müssen aus den Mundspeicheldrüsen schon beigemischt werden, sonst kann der Darm das nicht nachholen. Das ist der, ich sag mal, ein weit verbreiteter Irrtum, ja, dass man denkt, naja, der Bauch wird's schon richten. Ja, also einfach eiweißhaltige Lebensmittel zuführen, ohne den Speichel dazu zu bringen, also im Verhältnis 1:1 im Optimalfall, ist schon der erste Schritt in die Fehlverdauung. Dann dürfte ich ja auch gar keine Proteinshakes trinken. Ja, also ein Shake wird als Getränk gehandelt und propagiert. Und trinken, sagt man ja, dann setzt man an und schluckt das einfach herunter.
Und eigentlich ist es, handelt es sich aber um eben ein sehr gehaltvolles Lebensmittel, was eben die Verdauung braucht. Mhm. Und die Verdauung ist eben, wie der Volksmund richtig sagt, gut gekaut ist halb verdaut. Also die Hälfte der Verdauung sollte im Mund stattfinden. Das heißt, ein Proteinshake, der sollte im Mund ungefähr 50-50 oder 1:1 mit Mundspeichel versetzt werden und dann erst geschluckt werden. Hm. Macht ja kaum jemand, oder? Ja, also das Problem in dieser Gesellschaft ist ziemlich häufig anzutreffen, dass man sehr viel über die Ernährung redet, also was muss in der Nahrung drin sein, aber kaum jemand redet darüber, was passiert denn dann in der sogenannten Blackbox, mhm, hinter den Zähnen, ja, oder unter dem Schlund. Ja. Mhm. Also da weiß niemand so richtig, was passiert denn da, und da denkt man, naja, der Darm wird es schon richten. Dabei haben aber dann ungefähr 60%, 70%, 80% der Bevölkerung Bauchprobleme. Mhm. Kann ich zusätzlich, wenn ich weiß, ich nehme jetzt Proteine zu mir, habe aber vielleicht wirklich diese Disbalance im Darm, so dass meine Proteine eher zu Toxinen umgewandelt werden, dass ich jetzt zusätzlich was nehme, keine Ahnung, Sauerkrautsaft oder irgendwas, damit es meinem Körper leichter fällt, die Proteine in was Gutes umzuwandeln, anstatt in die Ammoniak. Genau, wir wollen ja möglichst viel Tryptophan in, mhm, unserem Blut haben, damit wir möglichst viel Glückshormon bilden können, zum Beispiel. Ja? Oder auch Energie für die Zellen über NAD, mhm, also Vitamin B3 sozusagen. Und wenn man jetzt dieses Missverhältnis, was sehr, sehr häufig ist, betrachtet, dann kommt jetzt dieses Eiweiß, was wir zu uns nehmen, in den Bauch. Dort warten förmlich eine Übermenge von Proteobakterien, nämlich eiweißverwertende Bakterien, auf Futter. Und die freuen sich, weil es ist ja ihr Futter, was sie da bekommen. Mhm. Wenn also dieser Shake oder auch eine große Mahlzeit, ein richtig schnell heruntergeschlungenes Steak zum Beispiel, ja, da im Darm landet, dann freuen sich diese Bakterien. Und die gehören eben zu den Fäulnisbakterien. Und diese Fäulnisbakterien, die sind Quelle für oder Produzenten von Giftstoffen. Will man jetzt irgendwas dagegen setzen, dass das in ein gesundes Gleichgewicht kommt, dann muss man die Gegenspieler, und die heißen Actinobakterien, die muss man so füttern, dass die Proteobakterien davon sozusagen zerstört oder, mhm, gehemmt werden immerhin. Interessant ist, dass die Actinobakterien Säure bilden. Sie heißen ja Säurungsflora. Und diese Säuren, das ist genau das, was diese Proteobakterien überhaupt nicht vertragen können. Das heißt, die regulieren sich gegenseitig. Umgekehrt sind aber die Fäulnisprodukte, Prozesse und Toxine, das, was die Actinobakterien wieder nicht vertragen können. Das heißt, die bekämpfen sich sozusagen, mhm, gegenseitig mit ihren entsprechenden Metaboliten, und die Toxine aus der Fäulnis hemmen die Actinobakterien, und die Säuerung, die hemmt wieder die Proteobakterien. Wenn wir also jetzt ein solches Ungleichgewicht in eine Balance bringen wollen, dann müssen wir die Proteobakterien nicht füttern, eine sogenannte Low-Protein-Diet für, mhm, den Moment, mhm, und auch schön sauber machen den Darm. Und dann müssen wir die Actinobakterien mit ihrem Milieu, nämlich Säuren, Sauerkrautsaft, Sauerkraut, fermentiertes Kimchi und so weiter, so lange füttern, bis die dann eben kultiviert sind, richtig. Nehme ich das dann dauerhaft zu mir, diese Sauerkraut-Thematik oder Kimchi, dass ich wirklich permanent immer diesen Bakterien diesen Support gebe?
Das ist individuell. Also wir können das nicht genau vorhersagen, mhm. aber wir vergleichen jetzt mal gedanklich unsere westliche Kultur mit der asiatischen mhm. Kultur. Und in Asien ist das Fermentieren ein Normalfall. Das heißt, auch die Kinder, Kleinkinder werden nach dem Abstillen sofort mit fermentierten Lebensmitteln gefüttert. Und dort ist das sozusagen normal. Da gehört, sagen wir mal, ungefähr 50% der Nahrung sind fermentierte Lebensmittel mit Kräutern und Scharf und all sowas, ja. Das ist, das fördert die Verdauung. Und das ist also der normale Lebensmodus. Der ist sehr viel gesünder als das, was wir hier machen, nämlich mhm. eben ohne diese Säuerungsförderung eine protein- oder auch kohlenhydratlastige Ernährung. Aus einer Zeit, wo wir vielleicht die Nahrungsmittel gar nicht so verarbeitet haben, wo hatten wir da die Quellen? Also ohne dieses Fermentierte, kam das dann einfach durch das viele kauen von den Rohkostgeschichten. Also weiß nicht, wie stehst du, wenn man jetzt sagt dazu, man ernährt sich wirklich rohköstlerisch, wirklich mit ganz viel kauen? Ja, also grundsätzlich geht es tatsächlich um die Verdauungsleistung. Wenn jemand eine gute Verdauungsleistung hat, kann er relativ viel Rohkost gut vertragen. Mhm. Und früher war auch ein bisschen der Obstanteil etwas höher als heute. Wobei man beim Obst heute weiß, dass der Fruchtzucker ein ganz streng limitierender Faktor ist. Wenn wir eben Stress haben und dann Fruchtzucker zu uns nehmen, dann haben wir ein Leberproblem, mhm. weil die Leber verfettet von Fruchtzucker. Da muss man beim Obst also sehr vorsichtig sein. Also diese 3 Gläser O-Saft am Morgen oder A-Saft, ja, das mhm. ist also jetzt für viele Leute überhaupt nicht gesund, sondern man muss also jetzt da die Balance halten zwischen den fördernden Kohlenhydraten, auch vor allem Ballaststoffen, die die Actinobacteria füttern, und den Proteobakterienfütterungen, also Eiweiß. Und das letztendlich läuft es immer auf die Frage hinaus, wie ist diese Balance? Wenn ich eine Imbalance habe, muss ich korrigieren, sonst mhm. werde ich krank. Wenn ich das nicht tue, bleibt dieses Ungleichgewicht und das fördert die Entzündung, die Arteriosklerose, die Schwäche der Zellen und das Leaky Gut und so weiter. Und wenn das jetzt aber korrigiert wird, und dann können wir ganz langsam aber sicher die Substitution, die man am Anfang braucht mit Probiotika und solchen Dingen, das kann man dann langsam aber sicher reduzieren und durch eine gesunde, säuerungshaltige Nahrung ersetzen. Und der Rohköstler hat da durchaus den Vorteil, dass er eben diese Faserstoffe doch relativ hochdosiert zu sich nimmt im Normalfall. Mhm. Hattest du noch eine Folie mitgebracht mit den? Ja, es ging so ein bisschen noch ums, wie finde ich überhaupt die Disbalance raus, gell? Genau, also hier sehen wir mal die Verhältnisse zwischen den Actinobacteria und den Proteobacteria. Und wenn man jetzt das weiter verfolgt, dann sieht man, dass eben oben die Actinobacteria mit 0,2 nur ein Fünftel der unteren Grenze ist, also ein schwerer Mangel von Actinobacteria. Mhm. Das sind also die Säuerungsflora, die wird also nicht richtig gefüttert offensichtlich mit Ballaststoffen und entsprechenden komplexen Kohlenhydraten. Resistente Stärke nennt man das. Und diese Proteobakterien, die sind also an der Obergrenze oder knapp drüber. Und das ist eben der Grund, weshalb es dann, und das ist ja unser Thema, Tryptophanmangel gibt. Mhm. Ja, und zwar wundern wir uns, dass in unserem Blut ein Tryptophanmangel herrscht, obwohl wir genug Eiweiß zu uns nehmen. Und wir wundern uns, weil dieses Tryptophan, das in der Nahrung ja tatsächlich vorhanden ist, aber eben nicht ankommt bei uns, es wandert in diese Proteobakteria. Dort wird es verstoffwechselt und dann eben nicht bei uns angenommen. Und das sieht man dann in diesen Messungen. Und das Ende vom Lied ist immer ein Serotoninmangel, ein Proteinbiosynthesemangel, dann auch ein NAD-Mangel, das ist der Energiemangel in der Zelle. Auch Stresshormone, Schilddrüsenhormone und solche Dinge können, weil sie ja auch
aus diesen Proteinen hergestellt werden, nicht richtig aufgebaut werden. Ja, die Folgen natürlich bei Melatonin, Serotonin, hast dann Schlafstörung, Stoffwechselprobleme, Diabetes, Entzündungen, oder? Das ist ja dann genau. So. Das hat alles in jedem Organsystem hat das massive Folgen, und die Ursache ist jedenfalls die, wo man sich wundert, dass eben das dieses gute Eiweiß, was eigentlich in der Nahrung drin ist, überhaupt nicht ankommt. Mhm. Und das verschwindet, und das ist eben diese Fäulnisflora ist das Problem, und die gehört behandelt, und dann kann man auch wieder Serotonin aufbauen, nämlich unser Glückshormon, was wir alle eigentlich sehnlich erwarten. Mhm. Ja. Und da zu substituieren, ja, da kann man zum Beispiel 5-Hydroxytryptophan als Ursubstanz für Serotonin kann man mal eine Zeit lang zuführen. Das ist aber ja nicht die Lösung des Problems, sondern dieses Gleichgewicht zwischen der Darm, der Proteobakterien und diesen Säurungsflora, das zu korrigieren und zu stabilisieren. Das ist das Ziel der gesamten Maßnahmen. Ihr geht ja bei euch in den Lanzerhöfen genauso vor, dass eben dieses ganze System wieder funktioniert. Wie sieht so ein Ablauf aus? Was muss ich da zeitlich einplanen? Ja. Mhm. Ja, also wir rechnen normalerweise mit einer Korrekturzeit von ungefähr 3 Wochen. Mhm. Man kann jetzt das, weil die meisten Leute ja nicht 3 Wochen dort in einem solchen Haus sein können, im Lanzerhof, sondern dann macht man da 1 Woche oder 2 Wochen, vielleicht 10 Tage oder im Idealfall natürlich 3 Wochen, vielleicht sogar 4, dass man sich sehr schön vorbereitet. Dann wird man dort genauestens untersucht, im Detail wird alles das erforscht und geschaut, wie viel Ungleichgewicht oder Gleichgewicht ist dort vorhanden. Und dann wird ein Korrekturplan gemacht für den Moment, wird die entsprechende Zufuhr gestoppt für die Proteine. Also man geht normalerweise etwas ins Fasten, in einen katabolen Stoffwechsel, sodass der Darm wird schön sauber gemacht. Und dann wird versucht, das ganze System im Gleichgewicht wieder aufzubauen und auf die normale Funktion wieder einzustellen. Das ist und dann wird natürlich, das Wichtige ist, dass hinterher jemand, der dort gelehrt worden ist, wie diese Gleichgewichte aussehen, dass dann auch hinterher ein stabiles Gleichgewicht vorherrscht und eben nicht es zu irgendwelchen Jojo-Effekten oder vor allem nicht wieder zum Serotoninmangel kommt. Mhm. Wenn man sich da jetzt nochmal intensiver reinlesen möchte oder den Ablauf oder auch paar Tipps und Tricks, gibt es da Möglichkeiten, das mal nachzulesen? Ja, es gibt verschiedene Bücher, aber auch Websites. Ja, und zum Beispiel lanzerhof.com kann man sehr viel Gutes lesen. Dann gibt es eben diese Homepage, wo ich ja im Institut mitarbeite. Das ist salutologie.org. Und diese Wissenschaft, die Lehre von der Gesundheit, Salutologie, ist eben diese Stelle. Es gibt eine sehr gute Homepage auch von den Meyer-Ärzten, das ist fxmeyer.com. Wir können dort einiges lesen. Wer sich für die biochemischen Details interessiert, da ist zum Beispiel eine Homepage in Holland, die heißt Ortho Knowledge. Ortho, also das Wissen der orthomolekularmedizin.com, glaube ich. Ja. Na super. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank, lieber Henning, dass du heute da warst. Und da hoffen wir mal, dass wir bei allen den Tryptophanstoffwechsel wieder in die Reihe kriegen, oder? Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Und bis bald. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, es ist immer wieder spannend, was da alles so im Darm vor sich geht und was da auch funktionieren kann oder eben auch nicht. Umso schöner, dass unsere Gäste uns da immer einen aktuellen Einblick geben, sodass wir doch an den richtigen Stellschrauben drehen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.